Hi Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von uns. Ein neues Let's Play. Ja, wir haben mal angefangen, Forza Horizon 3 zu spielen. Im Moment ist es nur die Demo-Version, aber... Wir werden natürlich auch das richtige, endgültig fertiggestellte Forza Horizon spielen. Genau. Und den Anfang macht jetzt der Alex, der fährt mal so ein paar Rennen. Also wir haben es auf der Gamescom 3, auf der Gamescom 20. Gab es schon mehr. auf der Gamescom 16 gespielt und ja, fanden wir super. Geil. Ja, dann start hier mal. Und so. Lass mal laufen. Ich lass laufen. Ja. Einstellung passt hier schon so. Ich bin's, Kira. Der neue Boss ist schon vor Ort. Wir müssen jetzt los. Ich melde mich wieder, wenn wir da sind. Gut, Leute. Tag 1 vom Horizon Australia. Diese Autos müssen zum Festivalgelände in Byron Bay. Australien. Hier Scott live auf Horizon Radio. Wir sind um die halbe Welt gereist. Ich kann's kaum fassen, dass wir jetzt endlich da sind. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich Strände. Das glaubt ihr gar nicht. Hier ist alles flach und die breiten leeren Straßen warten nur darauf, dass man darauf derbe abcruist. Die nennen das hier Down Under, aber wie man bei so viel Sonne und Strand je down sein könnte, ist mir ein Rätsel. Hier gibt es schnelle Karren. Sommer pur. Hammerrennen, heiße Tage, noch heißere Nächte. Verbranntes Gummi, wilde Partys und echt seltsame Viecher. Ernsthaft, Leute, das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also, auf die Tube getreten, willkommen in Australien, wo dieses Jahr das größte, beste, durchgedrehteste Horizon Festival aller Zeiten stattfinden wird. So, als erstes da. Da waren Kängurus. Ein Känguru. Hey, du wurdest überholt. Aber wie gesagt, der Alex fährt als erstes. Da steht, du sollst bremsen. Der bremst, verliert. Grafik ist der Oberknaller. Ja. Da habe ich mich wohl ein bisschen verbremst. Ach, hoppla, hopp. Wer bremst, verliert. Du weißt ja, wer später bremst, ist länger schnell. Zeigt mir der da rot auf einer geraden Strecke. Ja, das war bei den Vorgängern Dinger aber auch schon. Echt? Aber das haben wir auf der Gamescom genauso aufgespielt. Erstmal Crash. Ja. Erstmal Auto kaputt gemacht, das schöne Auto. Ja, was ist das eigentlich für ein Bock? Das ist ein Lamborghini. Ah. Aber wie genau der heißt, weiß ich nicht. Egal. Das finde ich halt auch mega geil, dass wenn du ins Wasser fährst, das Teil einfach voll abbremst und so. Aquaplan. So, wie schnell die um die Kurven kommen. Tschüss, Ferrari. Kackauto. Läuft. Nö, da hängt da einer im Arsch. Gewonnen! Ja, nicht wirklich. Ah, jetzt genau. Genau. Das ist aber nichts anderes wie auf der Gamescom. So haben wir es auch gespielt. Ne? Ja, so war der Anfang. Ja. Bremsenüberholung, Warren. Ich hab dir das Ding für eine Bremsenüberholung dagelassen. Oh, hey, ja, genau. Erstmal 4 Kilometer. Oh, shit. Erstmal 4 Kilometer in der Gegend rumgeflogen. Ah, ich kürze mal ein bisschen ab, ihr Lutscher. Ja, und dann ist gleich da so ein Kletterstein. Nur weil ich den hinten angeditscht habe, will ich jetzt nicht zurücksetzen. Das Spiel sieht halt schon mega geil aus. Voll. Die haben ja auch noch mal das Hut ein bisschen bearbeitet, wie zur Ding. Echt? Zur Demo, ja. Zur Demo sah das noch irgendwie voll aus wie bei Horizon 2, muss ich ehrlich sagen.
Was ist der Demo, meinst du? Ja. Zu der Gamescom-Demo, ja. Hallo, Kuchen, Freunde, das ist halt Dunkelheit. Voll langsam. Das ist halt, weil ich zu viel Monster-Energy getrunken habe. Ja, genau. Deswegen bin ich so schnell. Erstmal Schleichwerbung gemacht hier. Ja, da, hier. Ah, ja. Toyo Tires. Aber das finde ich mit dem Übergang cool. Das war ja in der E3, sage ich jetzt. Wir haben es voll drauf. Auf der Gamescom-Demo war es halt dann irgendwie so halt abgeschnitten und dann in Menüs unterteilt sozusagen. Nee, doch. War genauso. Ja, da waren noch diese Menüs dann, wo der dir angezeigt hat mit diesen Medaillen. Ach so, stimmt. Und dann konntest du das nächste Rennen auswählen. Aber hier ist es so voll im Flow. Im Flow. Mhm. Darf ich mitspielen? Ja, das ging jetzt aber auch schnell. Ja. Schöner. Ja. Schöne Grafik. Zum wiederholten Mal. Ein tolles Spiel. Ja, das ist wie die Themen. Ja. Vielleicht ist die Grafik in der Vollversion noch besser. Das glaube ich. Wer weiß, wer weiß. Oh, Mercedes. Die Presse fragt nach einem Protoboss. Nein. Bist du so frei? Nein. Ich könnte den nehmen, könnte mich Jackie Chan nennen, aber. Kann ich mir keinen selber machen? Nein. Denke ich nicht. Wir nehmen noch den mit der Pudelmütze. Den da? Der Oberkugel. Nein, ich finde den oberschwul. Bitte. Die sehen aber alle nicht so geil aus. Ach, ich nehme den. Sie können ihren Charakter jederzeit. Ah, okay. Ja, toll. Gut. Wie soll ich dich nennen? Ja. Spitzname. Alex. Ja, passt sich schon. Ja. Dann also Alex? Oh, sie hat meinen Namen gesagt. Ja. Das hat sich so schön angehört, als sie es gesagt hat. Kann man bestimmt auch Arschloch. Hallo Alex. Was hältst du von der Location? Glaube ich nicht. Noch macht es nicht viel her. Ja, überlegt, dann kommt die Sequenz und sie sagt nicht Alex, sondern Arschloch. Ein großartiges Team sorgt dafür, dass auf dem Festival alles rund läuft. Aber alles andere liegt an dir. Du entscheidest über Rennen, Musik und Fahrer. Das ist dein Festival. Ich weiß, du bist gerade erst angekommen, aber die erste Veranstaltung beginnt in wenigen Minuten und du hast einen Logenplatz. Oh, wir haben einen Logenplatz. Mm. Ja, wenn du fährst, sitzt du wahrscheinlich sowieso in der ersten Reihe. Von der Kette. Ja. Ah, genau, so ging es ja dann. Ja, und dann war dann das nächste. Genau, das war so cool. Oder dem Typ da mit dem Helikopter hinterher. Was denn? Ich sag dir einfach nicht langweilig. Ja, haben wir ja jetzt auch nicht. Du musst aber mal drauf achten, wenn ich jetzt fahre, was der als für Faxen macht, wenn der da uns vorbeirauscht oder wie an ihm. Das ist voll cool. Voller Strandbahn gehen wird. Mhm. Oh, erstmal schön driften hier. Mehr oder weniger. Guck mal, da ist ein Heißluftballon. Ja. Warte, wo? Hey, pass auf die Bäume auf! Ich wollte gerade sagen, der Typ, ja, du musst echt mal auf den achten, was der da für Faxen macht. Vor allem, wie der da so rumfliegt. Der ist voll hässlich, dass er aus dem Jeep nicht rausfliegt. Wundert mich. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nicht der Typ im Jeep sein. Bei Gamescom habe ich da abgelöst, da habe ich das letzte Stück nicht geschafft. Was? Ja, ich habe den am Ende nicht geschafft, so soll es. Du schon. Irgendwie ist der Bug dann. Jo. Hätte ja nur 150 gesetzt. Jump! Chipscoder! Weit dummer eingegangen. Diese Häuser sind bewohnt, sei vorsichtig! Voll der Typ hier. Kann er die auf eine Straße kippen? Nee, glaube ich nicht. Aber, vorstellen. Läuft bei dir! Sie wieder da so rumbauen. Ja. Als ich das auf der Gamescom gespielt habe, musste ich voll schmunzeln. Echt? Mhm. Wegen? Weil ich das lustig fand. Achso, das mal. Hast du jetzt echt gerade gebremst? Ja. Ach jetzt? Ja, hallo, ich muss ja um die Kurve. Ah, hoppla, hopp.
allem was er auch als sagt, ist witzig. Boah, ich habe schon gedacht, den Baum kann man nicht umfahren. Genau, ich dachte auch schon, dass ein Vorderrad hängt. Ja, ich war jetzt schon bereit, den Zurücksprühl-Button zu geben. Wie der halt alles abreißt einfach. Oh oh. Wie du spulst zurück. Ja, ja. Ich kann ja hier nicht. Alter. Okay. Ja, das sieht gut aus. Guck dir seine Faxen an, die der da macht, ey. Richtig geil. So. Jetzt müsste er ihn ja gleich abwerfen, ja, wenn genau. Ich das richtig in Erinnerung habe. Auf dem letzten Meter. Okay, Warren, jetzt der dann. Pilot gibt grünes Licht. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, da ist die Ziellinie. Löst den Wagen. Ja. Hey, hast geschafft. Das war lustig. Ja, hat was. Doch, davon gibt es noch mehr. Oh, ich habe Fans. Na dann? Wie, ich habe nur 9000 Fans. Wenn wir mal so viele hätten bei YouTube. Das wäre cool. Ja. Aber nö. Das war unglaublich. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir für Horizon Australia sind wir schon durch. Haben. Also, was meinst du? Bist du dabei? Nee, die Demo geht noch weiter. Echt? Mhm. Das war jetzt nur hier, kannst du kaufen und so vorbestellen und so. Gar nicht ja, übel, das machen wir ja sowieso. Ich bin Warren, eben. Der Schrauber vom Dienst. Vorbestellen nicht, aber kaufen. Du hast zwar ein Festival zu leiten und Rennen zu gewinnen, kaufen. Aber die Garage ist mein Reich. Mit das kann man auch online zu zweit anspielen, ne? Du besser zu mir. Wenn du auf einer anderen Xbox wohnst. Ja, so wie damals bei Helfen. Ja, dann kannst du mit ganz vielen anderen Leuten kannst du dann online voll die Races fahren. Ich will nicht mit anderen, ich will nur mit dir. Warum? Weißt du, was da für Cracks als rum? Ja, ja, klar. Viele von ihnen träumen davon, mal in der Startaufstellung neben dir zu stehen. Das sollen sie haben. Auf einen der Fahrer habe ich bereits ein Auge geworfen. Finde ihn und schlage ihn in einem Rennen. Dann bringen wir seinen Driver-Tag zum Festival. Strecke zum gelben Gebiet festlegen. Okay. Dann drive da mal hin. Da soll ich eben irgendjemanden jetzt suchen und kaputt machen. Habe ich gehört. Hallo, Alex. Es wurde eine Route zu dem Gebiet berechnet, in dem sich der... Was? Du sollst mich suchen? Ah, wie cool! Das ist ja fett. Dann such mich mal. Ich werde dich suchen, ich werde dich finden und ich werde dich vernichten und du kannst nichts dagegen tun. Ich bin das gar nicht. Wir haben alle schon mal das ist aber fett gemacht. Sehen, aber noch nie eins, das an also, die haben gehört, dass wir uns das Spiel kaufen wollen. Ja. Mit. Nein, ich bin wahrscheinlich nur der einzige Freund im Spiel. Ja, schon. Ich habe keine Freunde auf der Xbox. Oh Gott. Ich bin ein armer Schluckspech. Ja. Na, dich vermasch ich jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich da als Person quasi, als Avatar rumrenne, wie ich aussehe. Bestimmt die voll der Honk. Fährt sich voll geil, die Karre. Ja, genau. Habt ihr den Skill gesehen, Leute? Ist ja viel besser wie Mario. Komm, ich mach mal die Augen bei dir zu. Nee, lass mal. Da hättest du gar nicht Bremse drauf. Ja, da hätte ich einfach geradeaus durchfahren müssen, gell? Einfach so. So, hab ich ihn gefunden. Hast du mich gefunden? Ja, als ob du schon Ferrari hast. Natürlich. Da bin ich. Komm mal her, Itza Hockey. Nur nach 15. 12. So, der versägt dich jetzt. Ja, ja, wahrscheinlich verliere ich jetzt wirklich. Nee, glaube ich nicht. Alter, 408. Ach so, das ist ein Kreisverkehr. Ja, aber der ist einfach durchgefahren, hast du gesehen? Naja, das hätte ich auch gemacht, wenn ich es geblickt hätte. Ja. Rechts halten. In 400 Metern links halten. Also in echt fahre ich auch über die ganzen Kreisverkehre. Ja, natürlich. Links halten. Ja, die nerven ja gar nicht hier. Ja, vor allem, was eiern die denn da so rum? Kommt mir alles gerade so voll schnell vor. Wahrscheinlich fahre ich in 100 oder so. Nee, du fahrst 312. Ein Kacke. Ja, wo bist denn du? Ja, weg. Ich habe Abkürzung genommen, glaube ich. Glaubst du? Oh, da kommst du angeprescht. Ja, siehst du, meiner. Wie, der ist schneller wie ich.
Ja, ja. Dirk, bremst mal. Nein. Oh, so wie du fährst, das hat auch keine gemacht. Keine aber ich hab gewonnen. Ja. Ich hab dich platt gemacht. Ja. Jetzt füge ihn deiner Aufstellung hinzu. Drei Vatar bereit zum Rekrutieren. Was? Ich kann nicht rekrutieren? Na dann. Na, so wie du gerade gefahren bist, bestimmt nicht. So will ich dich nicht. Ich gebe Bescheid, sobald wir einen neuen Kandidaten entdecken. Na dann. Sie halten... Ah, ich kann durch dich zusätzlich noch Fans verdienen und so. Respekt. Das ist nicht schlecht, hä? Ja. Fahren Sie zum Strand. Ja, dann fahr du da mal hin. Und dann machen wir Feierabend. Ich will nämlich auch spielen. Du darfst nicht spielen, du hast gerade verloren. Ja, ich spiele auch. Ich bin wieder dran. Nee. Aber es sind 488 Straßen, die finden wir. Das ist halt schon voll riesig und so. Also hab ich gehört. Da bist du wohl ein bisschen mit beschäftigt. Werden wohl ein paar einige Let's Plays von werden. Ja, das werden sehr viele. Ja. Aber. Weil ich habe Forza Horizon 2 damals schon besuchtet. Und habe fast alles gemacht, was da so ging. Und es wird auf jeden Fall ein langes Let's Play. Aber stört uns persönlich ja gar nicht. Nee. Ja. Also mich sowieso nicht. Nee, mich auch nicht. Ich kann damit leben. Boss, damit du wirklich Fans und neue Fahrer zum Festival ziehen kannst, musst du Rennfahrer werden. Wenn dann nicht sagen. Dafür brauchst du ein Auto. Lass mich mal fahren. Ja, dann machen wir hier jetzt mal einen Cut, ne? Genau. Und dann ist der Dirk nächstes Mal dran, der darf nämlich auch mal spielen. Ja. Ich bin so gütig. Und der kleine Dirk, der fährt dann mit einem Nissan. Der fährt sowieso privat schon Nissan, dann kann er hier im Spiel auch noch einfahren. Aber nicht so einen. Nein, leider nicht. Also gut, dann machen wir hier Feierabend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss. Ciao, ciao.